Willkommen zu einer neuen Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Michael Gramp, ich bin dein Gastgeber und freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und heute entführe ich dich in die Welt des Banking und es geht um nichts Geringeres als die Frage, wie sieht eigentlich der Bankenmarkt der Zukunft aus? Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Die Bankenwelt befindet sich im Umbruch. Die Glaubwürdigkeit der Bank ist ja vor allem seit der letzten Finanzkrise angeknackst. Das niedrige Zinsumfeld führt zu sinkenden Erträgen. Eine zunehmende Regulierung erzeugt großen Kostendruck und dann bringt auch noch die Digitalisierung neue Wettbewerber hervor, Stichwort Fintech, die dann zusätzlichen Druck auf die Geschäftsmodelle der Banken ausüben. Eins steht daher fest, die Bankenwelt der Zukunft wird ganz anders aussehen als die heutige. Und wie dieser Wandel im Bankenmarkt verläuft und wohin dies führen wird, damit unterhalte ich mich im heutigen Podcastgespräch mit Frau Professor Simone Westerfeld. Simone Westerfeld hat in Stockholm und St. Gallen Betriebswirtschaft studiert, danach in Banking und Finance promoviert und habilitiert und ist heute Titularprofessorin für dieses Thema an der Universität St. Gallen. Sie hat zudem im strategischen Risikomanagement bei verschiedenen Großbanken in Deutschland, den USA und der Schweiz gearbeitet und leitet seit Oktober 2015 als CFO und CRO den Bereich Finanzen und Risiko der Basler Kantonalbank. Dort ist sie auch Mitglied der Geschäftsleitung und der Konzernleitung und seit kurzem auch stellvertretende CEO. Es gibt dann übrigens noch einen zweiten Teil dieses Gesprächs, in dem ich mich mit Simone über ihre spezifische Rolle als Finanzchefin, aber auch als Chief Risk Officer unterhalten werde. Dies dann aber in einer separaten Episode. Viel Spaß erstmal beim ersten Teil des Gesprächs. Ich bin heute in der wunderschönen Stadt Basel, genauer gesagt bei der Basler Kantonalbank, übrigens die achtgrößte Bankengruppe in der Schweiz. Und mir gegenüber sitzt die Leiterin Finanzen und Risiko, Frau Professor Simone Westerfeld. Simone, willkommen zu unserem Future Talk Podcast. Herzlich willkommen hier in Basel. Simone, du leitest den Bereich Finanzen und Risiko bei der Basler Kantonalbank, bist stellvertretende CEO der Bank. Zugleich bist du aber auch noch Professorin für Banking an der Universität St. Gallen. Diese Kombination findet man ja sehr selten, zwar in der Tat ja sehr unterschiedliche Jobs. Was macht der Reiz für dich denn aus? Einerseits in der Lehre tätig zu sein, also Studenten zu unterrichten, dann aber auch gleichzeitig an der Front zu arbeiten, in einer ja nicht ganz einfachen Position bei einer Bank. Ja, das sind in der Tat zwei recht unterschiedliche Positionen, aber jede für sich und vor allem auch die Kombination hat eigentlich einen besonderen Reiz. Vielleicht mal angefangen mit der Uni-Position. Da ist es so, dass natürlich in der Situation, wo ich mich auf Vorlesungen vorbereite und wo ich den Studenten im Masterprogramm Banking und Finance und auch den Doktoranden das Banking-Thema näher bringe, da muss ich mich natürlich ganz anders mit dem Thema auseinandersetzen. Ich muss eigentlich wie einen Schritt zurücktreten aus meiner operativen Hektik, aus meiner Einzelinstitutssicht und muss wie so eine Makrosicht einnehmen und mir Gedanken machen über die Branche und kann aber auch natürlich dann meine Position hier verlassen eigentlich gedanklich und wirklich darüber nachdenken, wohin geht die Branche, was sind die großen Themen, mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen. Und gleichzeitig muss man sich natürlich auch dann wieder mit einzelnen Themen sehr viel vertiefter auseinandersetzen, wenn es dann um die Betreuung von Masterarbeiten oder auch die Betreuung von Doktorarbeiten geht. Da geht es dann wieder um sehr enge Fragestellungen, sehr methodisch tiefergehende Themen. Und das ist eine ganz andere Art des Denkens und eine ganz andere Art der Auseinandersetzung mit eigentlich der gleichen Materie. Und wenn ich mir die Position in der Bank anschaue, dann heißt das natürlich eigentlich
so ein bisschen walk the talk zu leben. Das heißt, ich kann nämlich nicht nur im Vorlesungssaal verstecken, in Anführungsstrichen, und die Modellen und die Theorien vertreten, sondern ich muss wirklich handeln, ich muss entscheiden, ich muss Verantwortung übernehmen. Und das unterscheidet sich natürlich diametral vom Professorentum, denn der Arbeitsalltag in meiner Position ist oft auch geprägt von Entscheidungen unter unvollständiger Information. Das heißt, das Ganze ist sehr stressig und es ist nicht die Möglichkeit da, sich, wie es durchaus bei Professoren der Fall ist, auf differenzierte, vielleicht nicht ganz klare Antworten zurückzuziehen. Und die Kombination aus beidem ist sehr abwechslungsreich, aber hilft durch diesen ständigen Perspektivenwechsel eigentlich beide Positionen zu befruchten. Die Professorenrolle wird deutlich praxisorientierter und ich glaube auch relevanter, weil ich mir bei allen Modellen, die ich vermitteln muss, auch immer die Frage stelle, was heißt denn das eigentlich im Bankenalltag und was hat geklappt und was hat vielleicht auch nicht geklappt? Und in der Bankenrolle hilft es natürlich immer wieder, die großen Fragen durchaus auch einzubeziehen und sich Gedanken zu machen bei der strategischen Positionierung von einem CFO von der Bank. Wo geht das hin und was müssen wir berücksichtigen? Also die Studenten profitieren von deiner Praxiserfahrung und auch deinen Einsichten aus der Praxis, die du hier lieferst. Wie viel von den theoretischen Konzepten, die auch neu entwickelt werden, natürlich in einem universitären Umfeld, kannst du dann wirklich auch in die Bank mitnehmen? Dein Alltagsjob hier bei der Bank? Na, es gibt natürlich die großen Modelle und Theorien, die angewendet werden schon seit Jahren, die in der akademischen Welt weiterentwickelt werden. Und da schauen wir uns immer genau an, ob das jetzt für unseren Kontext relevant ist, ob das zu unserer Situation passt im Bereich der Risikomodellierung beispielsweise. Aber es gibt natürlich durchaus auch Situationen, wo wir in der Bank Fragestellungen haben, die wir aus internen Ressourcen eigentlich nicht beantworten können, wo es auch nicht angezeigt ist, auf externe Berater zuzugreifen. Und das ist natürlich eine sehr komfortable Situation, dann auch mal auf Masterstudenten zugehen zu können oder auch in Form von Doktorarbeiten gewisse Fragestellungen bearbeiten zu können. Und das ist durchaus ein Win-Win, denn die Bank profitiert davon, aber die Studenten profitieren auch extrem davon, weil sie eben nicht eine losgelöste Elfenbeinturmfrage beantworten, sondern durchaus eine Frage, die dann auch Praxisrelevanz hat und die dann aus je nach Ergebnis dann eben auch umgesetzt werden kann in der Bank. Also eine sehr gute Kombination, wo beide Seiten wirklich dann entsprechend profitieren. Das Thema des ersten Teils unseres Gesprächs ist die Zukunft des Bankenmarktes und dieser ist einem großen Wandel unterzogen, nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch international. Was sind denn so die großen Treiber dieser Veränderung und was die Konsequenzen dieser Veränderungen? Ja, wir sehen eigentlich vier große Treiber, die im Moment die Bankenbranche verändern. Fangen wir mit dem ersten an, das würde ich mal so unter der Überschrift Regulatorik eigentlich beschreiben wollen. Da ist zunächst mal eine normative Dimension, die sich ganz massiv manifestiert hat nach der Finanzkrise. Dadurch, dass die Finanzkrise dazu geführt hat, dass es eigentlich zu einer Wirtschaftskrise geworden ist, ist die Reputation der Banken, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und die Aufmerksamkeit der Politik sehr stark auf den Finanzsektor fokussiert worden. Und das hat dazu geführt, dass wir eine enorme Anzahl regulatorischer Initiativen gesehen haben, dass natürlich die Öffentlichkeit, die Regulatoren, die Politik ein Interesse daran haben, auf den Bankensektor aufzupassen, also darauf zu achten, dass genügend Liquidität vorhanden ist, genügend Kapital, dass die verschiedenen Kennzahlen aus den Banken offengelegt werden. Aber diese steigende Anzahl von Regulierungsmaßnahmen beeinflusst den Markt ganz massiv und führt zu einer eigentlich fundamentalen Änderung des Alltags aus einer Finanzsicht. Das ist mal so das erste Thema. Dann bewegen wir uns in einem Marktumfeld. Das würde ich jetzt so als den zweiten Treiber beschreiben, das dadurch geprägt ist, dass sich die Geschäftsmodelle der Banken ändern. Wir hatten eine Phase, in der nicht nur eine Weißgeldstrategie verfolgt wurde. Das heißt, es wurden nicht nur versteuerte Gelder entgegengenommen. Die Zeiten sind vorbei.
heute müssen die Banken sich neu ausrichten und müssen eigentlich ihr Geschäftsmodell auch so ein Stück weit im Bereich des Wealth Management, also des Geschäfts mit vermögenden Privatkunden, neu erfinden. Die Finanzkrise hat, wie schon eben gesagt, zu einer Regulierungswelle geführt. Es hat aber eben auch dazu geführt, dass die Art und Weise, wie beispielsweise Risikomanagement in den Banken betrieben wird, sich geändert hat, dass eigentlich diese Modellgläubigkeit auch bei den Aufsichtsbehörden nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden ist. Und das, was uns im Moment in diesem Marktumfeld massiv beeinflusst, ist die Situation mit den Negativzinsen in der Schweiz. Das ist jetzt wiederum aus akademischer Sicht eigentlich eine nie dagewesene Laborsituation, also eigentlich ein schöner Testfall, aber aus Bankensicht ist das durchaus eine Riesenherausforderung. Die Frage, wie manage ich in Zeiten von negativen Zinsen, eigentlich ein Absurdum, wie manage ich da meine Zinssituation, wie habe ich meine Risiken im Griff, wie gehe ich mit dem Pricing von Spargeldern um beispielsweise, wie preise ich meine Kredite? Das sind so die großen Fragen in diesem Bereich Marktumfeld. Dann gibt es einen dritten Treiber und den würde ich als Kostendruck zusammenfassen. Kostendruck ist bei den Banken massiv, hat zum einen mit der schon erwähnten regulatorischen Flut zu tun. Die Anforderungen sind massiv gestiegen. Das heißt, die Banken müssen große Projekte starten, müssen häufig auch mit externen Beratern zusammenarbeiten, um diese regulatorischen Projekte eigentlich bewältigen zu können. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Ergebnisbeiträge aus dem Kundengeschäft abnehmen. Das hat zum einen mit dem Negativzinsumfeld zu tun. Das hat aber auch mit der Wettbewerbssituation zu tun. Was wir durchaus sehen, ist, dass wir neue Eintreter in den Markt haben, wie Versicherungen oder Pensionskassen, die selber unter einem starken Druck stehen, Renditen zu erwirtschaften. Und die fangen an, sich in diesem hauptsächlich Kreditmarkt zu tummeln. Und das führt wiederum dazu, dass die Banken eigentlich unter Druck kommen. Und neben diesen drei Faktoren, also der Regulatorik, dem sich ändernden Marktumfeld und dem Kostendruck bei den Banken, ist der vierte große Treiber die Digitalisierung. Und Digitalisierung zeigt sich da in verschiedenen Facetten. Hauptsächlich darin, dass wir neue Markteintreter haben. Wir haben die sogenannten Fintechs oder auch die Regtechs, also Unternehmen, die versuchen, Teile der Wertschöpfungskette der Bank rauszulösen und günstiger oder effizienter anzubieten. Das ist so die eine Dimension von Digitalisierung. Und die andere Dimension ist eher so das Thema der Automatisierung und der Effizienz in den Banken. Und da sind wir dann wieder bei dem Kostendruck. Das heißt, eigentlich könnte man aufgrund der Digitalisierung versuchen, das Thema Kosten in den Griff zu bekommen. Aber das sind eigentlich so die vier Treiber, die wir sehen und die eigentlich dazu führen, dass sich das Geschäftsmodell der Banken und der komplette Markt so einem fundamentalen Wandel ausgesetzt sieht. Also nochmal kurz zusammengefasst, Regulatorik, ein wichtiger Treiber, das veränderte Marktumfeld, der Kostendruck und die Digitalisierung. Ich würde gern zwei Themen herausgreifen. Digitalisierung machen wir im zweiten Teil des Interviews, da dies ja auch steigt, deine Position hier bei der Bank betrifft. Der zweite Punkt, Marktumfeld, vor allen Dingen sich verändernde Geschäftsmodelle. Du sagst, dass sich die Geschäftsmodelle stark ändern werden, dass wir sicherlich dann auch andere Arten von Banken sehen werden. Wie sehen denn die neuen Geschäftsmodelle so aus? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Vielleicht bleiben wir bei einem engen Beispiel. Ich würde ganz gerne das Kreditgeschäft als Beispiel mal heranziehen und würde auch gerne ein bisschen ausholen, wenn das okay ist. Ja, klar. Wenn man sich das Kreditgeschäft anschaut, wie es früher betrieben wurde bei den Banken, dann war das ein vollkommen integrierter Prozess. Es wurde alles in den Banken selber produziert und hergestellt, um mal in so einer Industrieterminologie zu bleiben. Das heißt, von dem Gespräch mit dem Kunden
mit dem Kundenberater über die Kreditprüfung bis zur Auszahlung und dann die weitere Betreuung des Kunden bis zur schließlichen Rückzahlung des Kredites oder einer Weiterverlängerung des Kredites. All das hat in der Bank stattgefunden. Und die Bankenbranche ist eigentlich immer noch, und da jetzt eher so der akademische Input, eine Industrie, die sich dadurch auszeichnet, dass die Wertschöpfungstiefe extrem groß ist. Das heißt, es wird viel in den Banken selber produziert. Wenn wir das vergleichen mit beispielsweise einer Automobilbranche, da hat sich schon ein fundamentaler Wandel gezeigt. In der Automobilbranche ist es gang und gäbe, sich bei jedem Teil, das ich in ein Auto einbaue, von der Schraube bis zum Lenkrad bis zum Reifen, zu fragen, möchte ich dieses Teil wirklich selber produzieren oder kann ich das vielleicht günstiger von außen einkaufen? Und das ist eine Fragestellung, die muss man sich auch im Banking stellen. Und das kann eigentlich nur die Antwort sein auf all diese Treiber, die wir im Moment sehen. De facto ist es aber so im Kreditgeschäft, dass wir erst jetzt in der Lage sind, also heute 2018, Kredite wirklich smart zu pricen. Das bedeutet eigentlich, dass ich erst heute in der Lage bin, eine Antwort auf die Frage zu geben, was kostet eigentlich die Produktion eines Kredites? Eine Frage, die ein Autobauer schon vor 20 Jahren beantworten konnte. Da möchte ich gerne eine Nachfrage stellen. Warum erst jetzt? Weil die Methodiken etc. gibt es schon seit langem. Warum kommt die Bankenbranche erst jetzt darauf, das zu machen zum Beispiel? Ja, gute Frage. Es stimmt nicht ganz, dass es die Methoden schon so lange gibt. Also im Bereich jetzt konkret im Bereich Kreditrisiko sind die Methoden noch nicht so alt. Da ist man eigentlich erst jetzt, so in den letzten 15, 20 Jahren, so weit gekommen. Also das hat eigentlich vor 20 Jahren begonnen, die Methoden zu entwickeln, dass man überhaupt dieses Smart Pricing betreiben kann, dass man in der Lage ist, Risikokosten in einen Kredit reinzurechnen. Die anderen beiden Gründe sind einmal, würde ich sagen, endogen, also in der Finanzbranche selber. Es hat Anfang der 90er große Verluste gegeben, jetzt im Schweizer Kreditgeschäft. Und diese Verluste haben eigentlich erst die Banken gezwungen, über Smart Pricing nachzudenken und darüber nachzudenken, wie sie eigentlich ihr Kreditgeschäft betreiben. Und das andere sind eher so die exogenen Gründe, die hatten wir vorher schon, so das Thema Finanzkrise. Finanzkrise hat dem Ganzen nochmal einen großen Schub gegeben, dass man wie so eine Art Wake-up-Call hatte im Banking und gesagt hat, so kann es eigentlich nicht gehen, wir müssen unser Geschäftsmodell überdenken. Jetzt ist man soweit, jetzt kann man so einen Kredit vernünftig pricen. Man fängt an, die einzelnen Komponenten des Kredites innerhalb der Bank auseinander zu sortieren. Das heißt, es gibt einen Kundenberater. Der Kundenberater ist jetzt nur noch zuständig für das Gespräch mit dem Kunden. Er ist ein reiner Vertriebsmitarbeiter. Man hat neue Einheiten geschaffen. Wir nennen das die Kreditanalysten. Das sind diejenigen, die eigentlich die Risikobeurteilung machen. Das heißt, das ist schon mal eine Trennung. Es gibt jetzt zwei Funktionen und nicht mehr eine. Vorher war das integriert beim Kundenbetreuer. Und es gibt in vielen Banken auch so eine Art Risikomanagement. Das ist dann die dritte Funktion, die es gibt, die sich dann überlegen, aus einer Gesamtbankoptik möchte ich den Kredit in dieser Form bewirtschaften, möchte ich ihn behalten, möchte ich das Risiko managen. Das ist schon mal eine erste Aufteilung der Funktionen bei einem Kredit. Und jetzt ist eben die große Frage, und das ist dann endlich die Antwort auf deine Ursprungsfrage, wie ändert sich dort das Geschäftsmodell? Eigentlich würde man erwarten, dass diese Aufteilung viel weiter geht, dass wir in Zukunft tatsächlich Banken sehen werden, die sehr stark spezialisiert sind auf diese einzelnen Funktionen. Also um im Beispiel vom Kredit zu bleiben. Das heißt, man müsste erwarten, dass man spezialisierte Vertriebsbanken sieht, die nur dazu da sind, den Kontakt zum Kunden zu pflegen und dort eine Expertise entwickeln. Dann müsste es parallel Servicing-Banken geben oder sogenannte Produktionsbanken. Also Banken, die alles das tun, was mit der Administrierung eines Kredites zu tun hat und die das in einem großen Stil tun, sogenannte Kreditfabriken würde man sich dann vorstellen. In europäischen Ländern sieht man das schon, in der Schweiz haben wir das noch nicht.
Und dann müsste es einen dritten Typ Bank geben, eigentlich so eine Art Risikomanagementbank. Also eine Bank, die darauf spezialisiert ist, große Mengen von Kreditrisiken in dem Beispiel zu verwalten und dort eine Schnittstellenfunktion zwischen den anderen Banken, von denen sie die Kredite einkaufen, und dem Kapitalmarkt, an den man vielleicht Risiken weitergeben kann, zu erfüllen. Und das wäre so eigentlich eine Zielvorstellung, wie der Markt aussehen müsste, denn alles andere ist eigentlich betriebswirtschaftlich nicht logisch. Dass es diese integrierten Häuser gibt, ist nicht logisch. Es müsste eigentlich vielmehr in Richtung einer Disintermediation gehen. Das heißt, man müsste sich in sich zerfallende Wertschöpfungsketten sehen, wo man wirklich bei jedem Schritt, bei jedem Kreditschritt, um im Beispiel zu bleiben, sich fragt, möchte ich diesen Prozessschritt in der Bank durchführen, weil ich ihn günstiger durchführen kann? Oder kaufe ich mir das allenfalls von extern zu? Oder kooperiere ich mit anderen Banken? Oder gehe ich auf Fintechs zu und kaufe mir einzelne Prozessschritte von diesen Fintechs ein? So könnte aus meiner Optik ein zukünftiges Geschäftsmodell im Bereich Kreditwesen aussehen. So viel zur Theorie. Wie stark siehst du diese Entwicklung bereits in der Praxis, vor allen Dingen in den deutschsprachigen Ländern? Ja, das ist interessant. Eigentlich sehen wir diese Entwicklung noch viel zu wenig. Wenn ich jetzt mal mir so ein bisschen die Statistik anschaue, mir in der Schweiz die Bankenstatistiken anschaue, dann sehen wir durchaus, dass wir so in den letzten 15 Jahren, dass sich die Anzahl Banken reduziert hat. Also wir haben fast 114 oder ganz genau 114 Banken verloren in dem Sinne. Wir haben einen Rückgang der Anzahl Banken. Wir sehen, dass die Filialen zurückgehen. Wir sehen auch, dass weniger Mitarbeiter beschäftigt sind in der Bankenbranche. Gleichzeitig wächst der Markt. Das heißt, die Bilanzsummen weiten sich aus. Das Ganze allerdings mit einem Rückgang der Erträge. Und das zeigt eigentlich schon, dass der exogene Druck auf die Branche eigentlich da ist. Die Branche müsste sich eigentlich viel mehr fragen, wie kann ich ein neues Geschäftsmodell entwickeln, dass dieser Tendenz eigentlich entgegensteht. Aber, und das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist. Wenn wir jetzt bei dieser Statistik bleiben, dann hat sich der Geschäftserfolg der Schweizer Banken in den letzten 15 Jahren um 10% reduziert. Das ist viel, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist noch nicht so viel, als dass das klassische Geschäftsmodell in dieser Form nicht weiter betrieben werden könnte. Also es ist noch nicht disruptiv genug, um wirklich das angestammte Geschäft zu verlassen, diese Idee der Universalbank, des integrierten Geschäftsmodells komplett ad acta zu legen und sich dieser Disruption zu stellen und wirklich auch radikale Schritte zu gehen. Wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Kreditbeispiel, was wir durchaus sehen, ist, dass einzelne Schritte nach außen gegeben werden. Wir haben vorher schon gesagt, diese großen Kreditfabriken sehen wir noch nicht. Was wir sehen, ist beispielsweise eine Kooperation von verschiedenen Banken im Bereich der Kreditanalyse. Es gibt also ein Spin-off von Banken, wo man erkannt hat, dass die Datenqualität der einzelnen Banken nicht ausreicht. Man hat sich zusammengetan und hat eine Gesellschaft gegründet, um Ratingmodelle in die Banken zurückzugeben, mit denen dann Kreditanträge bewertet werden können. Solche Beispiele sehen wir. Es gibt auch immer wieder Entwicklung im Bereich Crowdfunding, da gab es ja schon verschiedene Wellen. Das sind alles so Themen, wo man das Gefühl hat, es wird von außen an die Industrie herangetragen. Es werden teilweise kleine Ecken aus der Wertschöpfungskette herausgetrennt. Aber der große Wurf, der fehlt eigentlich noch. Und gerade jetzt war wieder die Zeit der Jahresabschlüsse. Man sieht eigentlich, dass die meisten Banken mit ihrem klassischen Geschäftsmodell relativ gut unterwegs sind. Auch in Zeiten von Negativzinsen haben es viele Institute geschafft, den Geschäftserfolg zu halten.
Und solange das so ist, habe ich den Eindruck, sehen wir die oder werden wir diese radikalen Schritte in absehbarer Zeit noch nicht sehen, obwohl eigentlich alles dafür spricht, dass es irgendwann zu einer starken Spezialisierung kommen muss. Das heißt, der dritte Treiber, den du vorhin erwähnt hast, der Kostendruck, der ist zwar da, der Margendruck, aber bei weitem noch nicht so groß. Aber vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil der vierte Punkt Digitalisierung und du hast Fintechs etc. angesprochen, hilft in dem Zusammenhang dann doch wiederum der erste Treiber, nämlich die starke Regulierung, weil das macht es ja vor allem den kleineren Unternehmen relativ schwierig, in den Markt zu kommen und dadurch auch noch Druck aufzubauen. Ja und nein. Also es gibt ja jetzt die ersten Initiativen der Finanzaufsichtsbehörde, dass sie durchaus vereinfachte Regulierungsmaßnahmen zulassen möchten für Fintechs, für Regtechs, der sogenannte Sandkasten, den man dort erlauben will. Ich glaube schon, dass das hilft, Eintrittsbarrieren für Fintechs in den Markt zu reduzieren. Aber du hast natürlich vollkommen recht, der Bankenmarkt ist ein hochregulierter Markt. Dort hineinzukommen mit einer, sagen wir mal, vollständigen Bank, das ist relativ schwierig. Aber das ist eigentlich genau mein Punkt. Ich brauche, um ein integriertes Geschäftsmodell einer Bank anbieten zu können, eine Banklizenz. Eine Banklizenz zu bekommen und zu verteidigen, also zu behalten, ist relativ schwierig. Aber wenn ich die Wertschöpfungskette auseinander dividiere und die einzelnen Funktionen anbiete, dann brauche ich gar nicht notwendigerweise eine Banklizenz. Und dann kann ich mich eigentlich in einem Bereich bewegen, der durchaus niedrige Eintrittsbarrieren hat und wo die Regulatorik jetzt in dem Sinne gar nicht greift. Beispielsweise wieder im Kreditbereich dieses Anbieten von Ratingmodellen. Das ist etwas, das ich machen kann. Dafür brauche ich keine Banklizenz. Das kann ich zurückspielen an die Banken. Die Banken müssen dann in den Dialog treten mit dem Regulator und zeigen, wie sie dieses Modell verwenden und wie sie ihre Risikobeurteilung auf diesem Modell basieren. Aber es ist in dem Sinne nicht schwierig, ein Anbieter von Ratingmodellen zu sein. Und ich glaube, dass das die Chance ist, die dann doch dazu führen wird, dass wir eine Spezialisierung sehen und dass wir sehr viel verschiedene Anbieter sehen, die einzelne Teile der Wertschöpfungskette anbieten können. Also zusammengefasst, wir werden Veränderungen sehen, auch bei den Geschäftsmodellen. Dauert etwas länger als ursprünglich angenommen, aus den Gründen, die wir entsprechend eben angesprochen haben. Simone, wir machen eine kurze Pause und sind dann mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs zurück. Dann geht es unter anderem um die verändernde Rolle des CFO, des Finanzchefs und CRO, also dem Chief Risk Officer in der digitalen Welt. Bis gleich. Das war der erste Teil meines Interviews mit Simone Westerfeld. Im zweiten Teil, der in Kürze veröffentlicht wird, werde ich mit ihr über die veränderte Rolle des CFO und des Risk Officers sprechen, insbesondere die Veränderung der Rolle aufgrund der digitalen Transformation. Wenn dir diese Folge gefallen hat, leite sie doch weiter an deine Freunde oder Geschäftskollegen. Und was ganz wichtig ist, bitte abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Du kannst es auf iTunes, Spotify, YouTube oder mit jeder anderen Podcast-App machen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, nimm dir doch bitte eine Minute deine Zeit und bewerte ihn auf iTunes. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.